Hey, was geht mit dir? So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Nee, tut's nicht. Sie haben viel für uns getan und wir sind sehr beeindruckt. Ich dachte, das hier könnten Sie vielleicht brauchen. Ich krieg was? Das ist der Schlüssel zu einem kleinen Versteck südlich von hier. Eine frühere Raststätte für Ranger. Dachte, das könnte vielleicht was sein für Sie. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass du mir sowas gibst. Ich wollte einfach nur mit denen nett plaudern. Wiedersehen. Danke. Was kann ich denn noch kurz abgeben, bevor ich was Großes mache? Betreten Forschungsdatenunterlagen, Herzschmerzen, Anzeige, Caesar, Haus gewinnt immer. Da weiß ich auch noch nicht, was ich machen soll. Den Platin-Chip liefern? An Haus oder an Ja-Sager? Achso, da muss ich sowieso zu Hause hin. Ich muss dem eh das wiedergeben, aber wenn der Mond über dem Turm steht, für die Anhänger das Datennetzwerk anzapfen, die Rums machen, jenseits des Fleisches. Ach so, ja, das war ja das Ding mit dem Bankett. Nebenwetten. Ja, Sager mitteilen, dass die Fleischgerichte. Ja, Sager mitteilen, dass sie gehören. Genau. Die Rumser wollte ich noch kennenlernen. Verlass dich auf mich. Die haben Herstellungsunterlagen der Waffenschieber aus ihrer Fabrik besorgen. Die Show muss weitergehen. Ich glaube, ich mache erstmal verlass dich auf mich. Das klingt super. Show muss weitergehen. Lady Jane finden und 200 Kronen, also den antreiben. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Da muss ich aber irgendwas mit 50 haben oder noch mehr. Oder einen Schlüssel finden. Bindende Kette, genau. Happy Trails, da muss ich auch nochmal hin. Enklave Daten, genau. Flanken unserer Versager, oh, nee, die lasse ich. Das Sprengen bin ich sowieso nicht so gut. Harte Zeiten Blues. Return to Sender. Das muss ich eigentlich echt noch mal endlich voll ranbringen. Ups, die Karte. Ich muss hier in die Einöde. Hinter Vault 35 und 34 und Kennedy Johnson. Oder halt rüber da, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Von der Vault 22 aus bestimmt nicht. Und die Schwarzbrennerei, da warten ja diese komischen Fliegeldinger noch nicht. Ich könnte mal hier versuchen, über die Poseidon-Tankstelle da hinzukommen. Ja, dann mache ich mal einen Laufstream. Auch wenn ich den Laufweg optimiere, indem ich schneller reise. Aber von hier aus muss ich ja jetzt mich wieder mit den Hunden rumschlagen. Okay, das war zu explizit eigentlich. Aber hier in der Gegend gibt es, glaube ich, noch irgendwas Interessantes. Also, wahrscheinlich, weil ich es noch nicht erkundet. Ah, da sind schon wieder Punkte markiert, und zwar viele. Ja, dann laufen wir doch mal durch die Mojave und lassen uns die Sonne auf den Kopf scheinen. Hier zum Beispiel habe ich doch Geckos gesehen. Hier ist doch bestimmt irgendeine Höhle, die mit dem Namen markiert ist. Ah, du bist wieder auf Verprügeln eingestellt, alles klar. Das lassen wir auch so erstmal. Und hier geht's jetzt einfach nur hin, weil. Nupa-Höhle. So, einfach nur um die Ohren zu erkunden zu haben.
Okay, beim letzten Mal bin ich in so ein Dings reingefallen, aber hier passiert das hoffentlich nicht. Aber hier gibt's bestimmt noch was. Hey! 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 Oh, da hängen wieder welche rum. Warum hängt ihr hier rum? Ach, ihr seid nur Vogelscheuchen. Alles klar. Hübsch. Da sind noch ein paar Geckos, die kommen jetzt auf mich zu. Schaffen das vielleicht auch. Vielleicht überlebe ich den Sturz auch. Ein Gecko-Bauch. Tut's auch. Ja, lecker. Und jetzt hat er keine Schmerzen mehr. So, hier war noch was zu entdecken. Und links die kleinen Dreiecke sagen, hey, hier ist ein Ort. Wenn er nicht ausgemalt ist, heißt das noch nicht erkundet. Wenn er ausgemalt ist, heißt das, kennst du schon. Und wenn ich was nicht kenne, erkunde ich's. Chances Karte. Warum heißt das Chances Karte? Weil die eine Chances Karte ist. The Sun is Killing Me. Ausgehöhlter Fels. Öffnen. Alles mitnehmen. Wir wollten mal gucken, was sich hier befindet. Und ob das vielleicht ein adäquater Weg ist hinten rein. Zu meinem Ziel, wo ich eigentlich hin wollte. Der Ranger Station. Alpha Bravo Delta Beta Gamma Delta Caesar. Ist mir egal. Man kann noch so oft denken, man hat alles erkundet. Wilde Brahmin. Gezähmte Brahmin. Gehe ich einfach mal zwischendurch. Um zu dem Ort da zu lang. Und mit ein bisschen Glück hauen die beiden anderen drauf. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Oh, hier ist eine verlassene Stadt. Oh. Ja. Fuck. Oh, ich brauch wohl ein paar neue Gliedmaßen. Später. Ah, die Viper. Was? Anführerin der Viper, ja. Ich wusste, ich hätte Schauspielerin werden sollen. Ja, ich wusste, ich hätte mehr Munition haben sollen. Was denn? Die zu mir. Nein! Ich habe auf meine Energie nicht geachtet. Und nochmal. Hallo? Danke.
Ärger. Ja. Hunde. Ja, und nochmal. Weil es so schön war. Geht's auf. Aber diesmal direkt zu dem da und weiter und die anderen beiden. Muss ich kurz einstellen. Jetzt kommt der Du. Sie meinen sowas wie die Nahkampf, wenn ich mit den Fäusten voran auf sie zuspringe? Zählt das als Fernkampf? Ja, wenn ich mit den Fäusten voran auf sie zuspringe, zählt das als Fernkampf? Na gut. Ja, und du machst auch Fernkampf, bitte. Also bist du auf Fernkampf. Okay. Ups, da wollte ich. Da ist das Wegelagerding. Und ich bin gespannt, ob ich das diesmal besser aushalte und nehme jetzt schon mal ein Stimpack. Das war so ein super Stimpack. Chance aus Karte. Die Höhle lasse ich diesmal weg. Aber ich gehe da oben hin. Super, Stimpack hat nachgelassen. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ist halt nur so ein Endflash. Ich gehe mal hier rum und guck mal, ob ich hier irgendwie einen Erkundungspunkt finde. Okay, diese verbrannte Hütte ist kein Erkundungspunkt, aber ich glaube, das sieht auf der Weltkarte jetzt besser aus. Mit dem Hinkommen zur Station. Hier drin gibt es echt gar nichts. Gibt es auch den Grand Canyon in New Vegas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier ein Motorrad mit Munition. 4 Raketen. Na, lass mal. Außer verkaufen wüsste ich nicht, was ich mit den Raketen machen soll. Apropos verkaufen, ich habe lange nichts mehr verkauft. Bin ich noch Freund mit Caesar? Ich glaube ja. Okay. Wieso sieht das hier nach Wilden aus? Caesar's Legion ist es, glaube ich, nicht, aber es sind irgendwelche Wilden hier. Kein Eingang. Kein Eingang. Hey, was macht ihr denn da vorne? Ah, hier laufen sogar welche rum. Was seid ihr für welche? Großkarne, ah, alles klar. Großkarne mag ich auch irgendwie. Immer noch besser als die Kleinkarne. Oder Olli-Karne. Naja, gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier ist eine Ranger Station. Nein, hier ist. Red Rock Canyon. Das war gar nicht die Ranger Station, aber wenn ich jetzt hier endlich speichern könnte, wäre das super. Oder du erzählst mir was. Ich wünschte, dass mehr wie sie wären. Ja, wünschte ich auch, aber
Manche stehen auch so komisch rum. Was machst du? Nichts. The Great Cards. Ein Haus, endlich. Da kann ich doch bestimmt speichern, oder? Hier ist alles zugenagelt. Lass mich rein. Ich darf rein. Okay, den Weg muss ich nicht nochmal beschreiten. Da kann ich jetzt schnell reisen, aber hier sind die Großkarte. Moin. Ich werde euch nicht beklauen, ich werde mit euren Chefs sprechen hier. Hi. Papakan. Der Welpe betritt also den Wolfsbau. Was wollen Sie, Welpe? Was können Sie mir über Ihre Leute sagen? Die Geschichte der Großkarne. Eine lange Geschichte, voll Ehre, Ruhm und Verrat. Wir haben gelitten, aber wir werden unseren Ruhm wiederfinden. Das klingt schon mal gut, ja. Können Sie mir die Kurzfassung geben? Haben Sie es eilig? Ja. Na gut. Die Großkarne kamen vor 14 Jahren aus der RNK. Damals beherrschten wir das Ödland und knieten vor niemandem. Aber wir haben die Familien der Strips unterschätzt. Sie haben uns nach Bitter Springs gejagt, wo wir blieben, bis die RNK kam und uns hierher jagte. Okay. Wie haben die drei Familien Sie besiegt? Sie verbündeten sich mit Mr. House, dem selbsternannten Herrn von New Vegas. Dafür versorgte er sie mit Waffen, Technologie und Kronkorken. Sie waren besser ausgerüstet und wir hatten keine Chance gegen sie. Was ist in Bitter Springs passiert? Als die RNK in die Mojave kam, waren sie leichte Beute. Wir überfielen ihre Karawanen, ihre Städte, ihre Lager. Sie konnten uns nicht aufhalten. Zumindest dachten wir das. Sie haben uns nach Bitter Springs verfolgt und uns umzingelt. Als unsere Kinder, Kranken und Alten, durch einen Pass in der Nähe flohen, hat die RNK sie niedergeschossen. Das klingt nicht nach etwas, was die RNK befehlen würde. Oh, angeblich war es ein Kommunikationsfehler. Aber sagen Sie das denen, deren Familien abgeschlachtet wurden. Sagen Sie das den Überlebenden hier. Dürfte schwierig werden. Okay. Sie waren besser. Sprechen wir über was anderes. Typisch. Die jungen Leute haben keinen Respekt vor der Geschichte. Und du hast mir nichts mehr zu erzählen dazu. Wer sind Sie? Sie latschen den ganzen Weg nach Red Rock Canyon direkt in mein Zuhause und wissen nicht, wer ich bin. Sie haben Mumm. Das muss man ihnen lassen. Dann spitzen Sie mal die Ohren. Ja. Ich bin der Anführer der Großkarne. Der Kahn der Kahne, sozusagen. Ja, Papa, komm. Das ist mein Stamm, mein Volk. Okay, danke für die Info. Bis später. Bis dann. Sie habe ich noch nie gesehen. Was bringt Sie zu den Großkarnen? Erkundungslust. Erzählen Sie mir von Papa Kahn. Papa ist einer der besten Anführer, die Kahne je hatten. Er hat uns trotz aller Widrigkeiten seit dem Auszug aus Kalifornien zusammengehalten. Bitter Springs aber hat ihn verändert. Nach dem Massaker begann er, die RNK zu hassen. Ich befürchte, dass das seinen Geist vergiftet hat. Ups, Entschuldigung. Wäre möglich, wenn das Wasser stimmt. Was meinen Sie damit, dass der Hass Papa Kahns Geist umnebelt? Nichts, vergessen Sie's. Ich sollte darüber nicht mit Außenseitern sprechen. Ja gut, ich bin jetzt eine neutrale Person. Ich kann sowieso nichts machen. Was halten Sie denn von einer RNK? Das ist eine komplizierte Frage. Sie haben unseren Leuten sicher Schlimmes angetan. Und ich habe viele ihrer Soldaten in der Schlacht getötet. Aber ich kann sie nicht so hassen, wie Papa es tut. Uns ginge es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesars alles im Griff hätte. Ja. Hattest du gerade gesagt, ja? Wenn Sie also den Stamm führen würden, würden Sie auf Caesars Befehl mit der RNK kämpfen? Wenn man mich fragen würde, dann würde ich das wohl machen, aber ist ja egal, denn Papa hat das Sagen und der geht so schnell nicht. Und wer sind Sie? Werde Regis genannt. Ich bin ein Berater von Papa Kahn und seine rechte Hand. Ich bin auch die oberste Exekutive des Stammes, also benehmen Sie sich. Mach ich. Bis später.
Bis zum nächsten Mal. Und der andere, das ist die linke Hand, Karl. Bald werden Caesars Veteranen aus Arizona eintreffen. Dann kann nichts mehr unseren Sieg aufhalten. Ah, du bist also pro Caesar. Was halten Sie von den Großkarnen? Sie sind ein Stamm großer Krieger mit stolzen Traditionen und glorreicher Vergangenheit. Sie werden die Legion bereichern. Bist du nicht von der RNK? Und wer sind Sie? Mein Name ist Karl. Der große Caesar hat mich als Zeichen unseres Bündnisses als Botschafter zu den Großkarnen entsandt. Welche Allianz? Die Karne werden die Legion im Kampf unterstützen. Dafür hat ihnen Caesar alles Land westlich von New Vegas versprochen. Und was sind ihre Aufgaben in Caesars Legion? Ich gehöre zu den Frumentarii. Ich erkunde in Caesars Namen das Ödland und knüpfe mit Stämmen Kontakt, die der Legion nützen könnten. Ich bin eine Mischung aus Kundschafter und Botschafter. Ich wurde im Rahmen des Bündnisses zwischen der Legion und den Großkarnen hierher entsandt. Was will die Legion von den Großkarnen? Die Karne sind immer noch große Krieger, obwohl sie brutal von der RNK unterdrückt wurden. Es ist eine Ehre für uns, solche Verbündeten zu haben. Glaube ich gerne, ja. Ich habe noch andere Fragen. Dann raus damit. Immer gerne. Das war's. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Ich werde dir nicht stehlen. Ich werde rausgehen einfach. Und ich habe gespeichert. Ich fühle mich hier relativ sicher. Sie tanzt da immer noch. Okay. Dann gehe ich mal hier frisch, fröhlich durch das Land der Karne. Da hinten oben. Entdecke vielleicht noch weitere Orte, aber mal gucken. Je nachdem, was uns in den Weg kommt, ne? Uns rein hier. Oh. Du bist bestimmt ein normaler Khan. Großkhan, ja. Du auch, Großkhan. Ich mag sie. Sie gehörten zu den wenigen, die uns zur Seite standen. Ja. Auch ein Großkhan? Ich frage mich, ob es einen Reim für Cazador gibt. Wie schreibt man denn gestikulieren? Eins, zwei, drei. Verdammt, das sind zu viele Silben. Jerry, die Niete. Was wollen Sie? Was können Sie mir über die Großkarne erzählen? Ich kann Ihnen sagen, dass Sie ein Riesenhaufen Trottel sind, die Kunst nicht zu schätzen wissen. Allein das Aufnahmeritual ist schon kaum zu glauben. Klingt nicht so, als hätten Sie gerne einen Klingt nicht so, als ob Sie gerne ein Großkhan wären. Vielleicht wären Sie woanders glücklicher. Ja, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht kann ich meine wahre Berufung und jemanden finden, der meine Gedichte mag. Vielleicht im Old Mormon vor? Meinen Sie, die Anhänger der Apokalypse würden mich nehmen? Ich erinnere mich noch an die ganzen Bücher, die Sie bei Ihrem letzten Besuch dabei hatten. Ich dachte jetzt eher an den anderen im Aces oben. Warum gehen Sie nicht einfach und finden es raus? Ich weiß nicht. Ich würde ja selber gehen, aber was, wenn Sie Nein sagen? Die Karne würden mich nicht zurücknehmen und dann hätte ich niemanden mehr. Ich könnte ihn Ihrem Namen mal fragen. Echt? Danke. Ich würde ja selber gehen, aber was, wenn Sie Nein sagen? Die Karne würden mich nicht zurücknehmen und dann hätte ich niemanden mehr. Hast du eben schon gesagt, ne? Weine nicht, kleine Niete. Okay, was sagen Sie zu der Allianz der Karnen mit Caesar? Hä? Wovon reden Sie da? Wir sind jetzt mit Caesar verbündet? Tja, typisch. Mir sagt ja nie jemand was. Und was machen Sie hier? Ach, eigentlich gar nichts. Ich versuche nur, mich in Stimmung für mein Aufnahmeritual zu bringen. Wieder mal. Roar. Es klang so, als ob sie Gedichte schreiben wird. Oh, das haben Sie gehört, was? Du musst ja nicht okay, leiden. Ja, ich schreibe Gedichte. Ich weiß, klingt gar nicht nach einer typischen Groß-Khan-Beschäftigung. Die Anhänger kamen in unser Lager, als ich ein Kind war, und brachten einen Haufen alte Bücher mit. Ich habe stundenlang Vorkriegspoesie gelesen. Warum passt Poesie nicht zu den Groß-Khan? Haben Sie sich den Stamm mal angesehen?
Wenn es keine epische Saufballade um Schädelknacken und Geschrei ist, halten Sie nicht viel davon. Was hat es mit diesem Aufnahmeritual auf sich? Das muss jeder machen. Naja, jeder, der ein Khan werden will. Man schmeißt sie in den Ring und schlägt dann eine Minute lang auf sie ein. Wenn sie überleben, sind sie dabei. Klingt machbar, ja? Klar, wenn man ein massiver Grobian wie Reg ist oder so mit Stoff voll gepumpt ist wie Jack. Ich habe es 5-mal versucht und immer noch nicht geschafft. Oh, sieh einer an. Das Werkzeug der Konformisten ist da. Warum so aggressiv? Ich will mit dir was Gutes tun noch. Lass mal hören. Würden Sie? Wirklich? Okay, dann leg ich mal los. Hier ist eins über das Mädchen, das ich liebe. Ihr Haar ist stachelig wie der Rücken der Todeskrallen. Ihre Augen sind wie radioaktiver Schleim und erstrahlen im Licht der Liebe. Aber wenn ich mit ihr spreche, dann lacht sie, verhöhnt mich und lässt ihre Brüder mich verprügeln. Oh, warum hassen mich alle netten Mädchen nur? Das war's. Was denken Sie? Du bist ein gestörter Mann. Sie mochten es? Wow, sonst hat es noch niemandem gefallen. Ich frag mich etwas, warum. Tschüss. Tschüss. Besser. Was reimt sich auf besser? Gewässer. Nein, das ist schrecklich. Wie schreibt man das? Kalesser. Schmesser, Messer, krasser Messer. Messer ist schön. Würde, glaube ich, passen auch. So, ich hatte jetzt hier eigentlich einen Auftrag, der da hinten ist. Der da hinten ist. Richtung Nordeast. Wie scheiße die Großkane eigentlich sind. Es war mal ein Mann mit stolzem Herz. Herz. Schmerz. Sich auf Herz? Ostwärts. Bis später. Querz. Steht sogar auf der Tastatur. Echt jetzt? Da zum Durchgang. Schön die Grand Canyon hier. Ist das der Grand Canyon hier? Ich weiß es nicht. Fast schon majestätisch. Hier auf dem Mars. Why? Red Rock Drogenküche. Na dann. Hi. Jack. Wow, ein neuer. Ja, ich bin Torwart. Ich wollte diesen Witz nicht machen. Was machen Sie beide hier? Was? Na, streng genommen eigentlich gar nichts. Wir zaubern nur ein bisschen. Oh, was stellen Sie her? Wir stellen die Glücklichmacher her. Was brauchen Sie? Jet? Psycho? Ein bisschen Maddox gegen den Schmerz? Ihr seid Drogendealer? Nee, Mann, eher Drogenfabrikanten. Genau. Andere Leute verkaufen die dann. Diane kümmert sich hauptsächlich darum. Okay, also bist du Heisenberg. Wie sind Sie in dieses Geschäft eingestiegen? Bin wohl einfach ein Naturtalent. Als ich noch ein Kind war, kamen diese Schlitzohren die Anhänger der Apokalypse in unser Lager. Ich hab mir alles reingepfiffen, was sie an Chemie unterrichtet haben. Krasse Wissenschaftleritis. Diane kümmerte sich als Partnerin ums Geschäft. Wer ist Diane? Diane ist mein Mädchen, Alter. Wir passen aufeinander auf, seit wir Waisen geworden sind. Jetzt besorgen wir den Kahnen auch zusammen noch Kronkorken. Okay, dann sprechen wir doch mal über die Großkahne, wenn du die schon ins Gespräch bringst. Die gehören zur Familie, klar. Die haben immer auf uns aufgepasst und dafür gesorgt, dass wir was zu essen und einen Platz zum Pennen hatten. Papa sieht nur aus wie ein großer, böser Bär. Er ist echt nett. Regis ist cool. Gruselig, aber cool. Alle anderen sind ziemlich dufte. Sogar Jimmy. Jerry. Wer ist Jerry? Wer ist Jimmy? Ach, die Jungs nennen ihn Jerry die Niete. Ist ganz schön fies.
Ist wohl nur eine empfindsame Seele, die jemanden braucht, der sie liebt. Ist oft unten am Feld der Erprobung, falls sie ihn suchen. Ich weiß schon, wer es ist, aber ich möchte ein paar Kronkorken verdienen. Haben Sie Arbeit für mich? Diane kümmert sich um den handelsmäßigen Teil dieser kleinen Unternehmung. Aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ich kenne ein paar Rezepte für interessante Medikamente, die könnte ich Ihnen beibringen. Geht klar. Was haben Sie denn? Ich kann Ihnen beibringen, wie man Slasher herstellt. Na gut, dann mal her damit. Archäolygenial! Das sollte uns ein paar Kronkorken einbringen. Was schulde ich Ihnen? Hier, ein bisschen Pinke-Pinke, damit die Taschen klimpern. Ja, aber du... Die gehören zu... Ach, komm. Pap- ja, ist doch... Geht klar. Was haben Sie denn? Ich kann Ihnen beibringen, wie man Rocket Party-Time-Mentals herstellt. Na gut, dann mal her damit. Da bin ich bestimmt drauf, also... Archäolygenial! Ja, ja. Das sollte uns ein paar Kronkorken einbringen. Was schulde ich Ihnen? Ein paar Kronkorken werden dann. Hier, ein bisschen Pinke-Pinke, damit die Taschen klimpern. Und geht klar. Rein. Was haben Sie denn? Rocket. Na gut, dann mal her damit.